So, und da sind wir dann auch schon wieder zu sie. Let's play. Hey, Sie wissen, dass Sie es brauchen. Jupp. Alles klar, alles gut. Man sieht's ja. The Division betrete die Dark Zone. Wir gehen jetzt mal in die Dark Zone und schauen uns da mal um. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Jupp. Warnung. Sie betreten die Dark Zone. So, er greift mich jetzt nicht an, ne? Irgendwer schießt. Schießt auf Spieler. Wie gesagt, hier gibt es auch Leute, die dich dann da unterstützen und nicht nur auf dich schießen, so wie der Kollege. Das Wind mit dem Winter jetzt hier ist, finde ich ganz nice. Ich vorher noch nicht gesehen so. Mit dem Schneefall so extrem. Kontaminierter Bereich. Können wir uns hier mal umschauen. Warnung. Betreten Nein. eines kontaminierten Gebiets. Haben wir die Filterstufe noch nicht. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. So. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Kistchen. Was haben wir da drin? Brandgeschosse. Gehen wir hier mal ein bisschen in die Dark Zone. Hier waren wir jetzt, glaube ich, noch nicht drin. Oder nochmal kurz. Weil ich mal dann alleine drin. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist ja ein bisschen her. Jetzt schauen wir uns trotzdem mal hier um. Irgendwie finde ich keine Gegner. Wurden hier schon alle wegradiert oder was? Oh mein Gott. Allen, die mich hierher geschickt haben. Oh mein Stufe Gott. 10. Allen, die mich oh, hierher geschickt sind jetzt haben, Stufe 10. Mein Herz, ich erschleckt mich. Was ist hier? Wahrzeichen. Okay. Ja, hier alleine reingehen ist schwer. Aber die Gegner sind natürlich auch schon stark. Das sind Spieler. Zwei. Greifen mich jetzt nicht an, das finde ich gut. Ich schaue mich hier mal um. Hier ist ein Gegner. Mehr. Den haben wir da natürlich durch noch natürlich wieder Rang. Haben wir dadurch Rang 2 erreicht. Weil wir ja noch am Anfang sind. Mann, versteck dich nicht. Okay, das ist ein Mitspieler, den möchte ich natürlich jetzt nicht verletzen. Da habe ich auch einen Mitspieler. So. Geschützturm ist weg. Du hast nicht hinter getan. So. Haben uns sogar noch Level 3 mit direkt sofort geholt. Dark Zone Währung. Doppelläufige Schrotflinte. Werden jetzt von hier. Oh. Wie gesagt, da müssen wir aufpassen, weil wenn wir die treffen, ist das nicht so gut. Ey. Versteck dich dahinter. Komm her. So, haben wir die mit aufgeladen, richtig? Komm her. Kriegen wir den noch mit? So, das haben wir auch schon mal platt gemacht. Ich sehe den nicht durch den
durch den Schneeanfall hier. Oh. Ich weiß natürlich nicht. Die Kollegen, mit denen ich jetzt hier unterwegs bin, jetzt mal so zufällig mich wiederbeleben würden. Bleib jetzt einfach mal ein bisschen mit denen oder so. Schau mich hier um. Oh, anscheinend gehen die doch woanders hin. Bergung möglich. Das dauert jetzt. Helikopter im Anflug. Wo sehen wir die Uhrzeit? Achso, da. In knapp 2 Minuten. Ich denke mal, die wollen auch was abgeben. Oder was bergen lassen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Nö. Greift keiner an oder haben wir diese Angriffswille da gerade schon niedergemetzelt? Das weiß ich nicht. In der Beta waren wir ja auch schon mal hier. So. Granate raus. Hier. Natürlich von überall jetzt hier geschossen. Fuck. Treffen wir den da hinten? In den Kopf. So, da kriegen wir natürlich auch wieder Punkte. So. Level 4 sind wir jetzt bis jetzt. Haben wir hier ganz schnell gelevelt. Wie gesagt, die Gegner sind auch schwer. Man sieht es ja, die sind schon Level 10. Mein Medi. So, jetzt kann ich meine Sachen da dran hängen. 15 Sekunden. Die natürlich auch. Wir haben das Paket. Muss ein bisschen warten, bis die Zeit natürlich wieder abgelaufen ist. Dann haut er ab. Und dann haben wir uns das freigespielt. Das, was wir jetzt da eingesackt haben. Nice. Paket gesichert. Abholung abgeschlossen. So, Dark Zone Schlüssel. Cool, cool, cool. Das Warten hat sich gelohnt. Bergen Sie einen kontaminierten Gegenstand. Okay. Super, also hat sich das ja mal... Hat sich das gelohnt? Also, wir haben es mal geschafft. Da, doppelläufige Schrotflinte, Bergung abgeschlossen. Natürlich, ist nicht das Übermodell oder was, ne? Aber wir haben es mal erfolgreich abgeschlossen. Da kommen irgendwelche Gegner. Sollen hier vorne irgendwo sein. Oh, rechts. Da. So. Oh, was Blaues. Freizeitjacke. So, die können wir natürlich bergen. Und die müssen wir ja dann, wie gesagt, anders hier rausbringen. Auch sowas, das sieht man ja sofort hinten an dem gelben Täschchen. Wie gesagt, ich bleibe jetzt auch mal ein bisschen mit dem unterwegs. Mal lauf ihn einfach mal hinterher, wie so ein Stalker. Vielleicht können wir ja ein bisschen was zusammen machen, ohne davon voneinander zu wissen. Oh. Ganz viele Gegner. Der ist jetzt ganz weggerannt oder was? Super. Er ist einfach mal ganz abgehauen. Hinten. So, da sieht man das. Die schießen auf Spieler. Das finde ich jetzt mal
Ja, das ist natürlich auch legitim, aber man kann sich auch gegenseitig helfen, auch wenn man sich nicht kennt. Ne? Weil geschossen habe ich jetzt eigentlich auch nicht auf die. Von daher. Aber er kann sich jetzt so natürlich meine Sachen, die ich jetzt eingesagt habe, wie das Freizeitjäckchen oder was wir uns da jetzt eingesteckt haben, einstecken und er lässt jetzt abtransportieren und es gehört ihm. So, jetzt sind wir natürlich hier im normalen Dark Zone-Bereich wieder. Ich erfülle alle ihre Wünsche. Und dann sehen wir dann Rang 30, Rang 10, ich glaube 10 ist der Dark Zone-Rang, Geldbörse 15, da haben wir nicht so viel. Hier haben wir bei uns jetzt hier 2500. Ja, wie gesagt. Vielleicht sollten Sie nächstes Mal etwas kaufen. Haben wir jetzt mal eben reingeschnuppert. Jetzt kann man hier natürlich wieder ins normale Game reingehen. Wo wir jetzt auch mal wieder hingehen werden. Gucken wir mal, welche Mission wir machen. Hier ist direkt ein Einsatz. Mindestens empfohlene Stufe 8. Das ist keine Hilfe, Baby. Wir sind 7, also schon niedrig. Müssen wir mal gucken.